Gedöns-Dings. Irgendwie, ich glaube, ich muss dann mal verkaufen. Ja, ich sollte mal verkaufen. Irgendwo wird doch hier ein Händler sein. Jetzt nehme ich mal die Quest noch an. Was ist? Und der Ton hier ist wieder... Was? Wie hat denn der jetzt meine Sachen einsortiert? Ach, Schande. Okay. Oh, da ist einer zum Verkaufen. Perfekt. Hoffentlich ist das wichtig. Er hätte auch einen 8-Platz-Behälter. Sollen wir uns einen 8-Platz-Behälter gönnen? Fleisch brauche ich nicht. Das Fleisch brauche ich auch nicht zur Zeit. Die Rüstung immer dann schnell an. Ein neuer Rücken. Kann ich? Kann noch kein Schild tragen, oder? Ich brauche beide Hände für meine Waffe. Können? Nee. Können Schurken sage ich, Hunter überhaupt Schilde tragen? Nein. Was nimmt denn der dann in die Schildhand? Normalerweise kann er nur noch Fernwaffen tragen. Okay. Ja. Ich glaube, ich gönne mir jetzt einen von den braunen Lederbehältern. Hast du schon, bist du mit den Behältern schon voll, Jackie? Ja. Okay. Und den verkaufen wir. Dann haben wir zumindest. Bräuchte aber wieder eine Schmiede dann. Hier wäre noch ein Kraut für dich. Ein Kraut? Ja, Kraut. Das ist, glaube ich, Erdwurz. Mein Vater hat ein Mario. Was? Okay, ja, da vorne ist dann sogar eine Quest zum Abgeben. Ja, du bist ja schon auf dem Weg dorthin. Ja, weil da war noch ein Erz. Da habe ich mir noch geschnappt. Ja, passt schon, passt schon. Ja, eine Erdwurzel. Perfekt. Und es war doch das Plumpsklo, oder? Ja. Ja, sag ich's doch, Alter. Ja, ja, natürlich. Da waren wir mal vor Gezeiten, vor Ewigkeiten. Und dann musst du... Ne, nicht... Ja, das ist jetzt im Haus drinnen. Da, glaube ich, musst du dann... Ne, den Schrank, ist der doch schon hier? Was? Tschüss? Ach so, ne, ganze 2 Minuten. Ach, ich dachte mir schon, jetzt verlässt du... Ja, der Music hat geschrieben. Oh... Das ist echt schon. Sag 2 Minuten und 5 Sekunden. Was? irgendwie sind wir gerade aus dem Chat raus. Wie? Ja. Was war? Genau, da hüpfst du in den Kasten rein und dann geht's los. Dann kommen die bösen Worgen. Wo böse sind die gar nicht? Nein, wir spielen die. Unter anderem. Das ist mein Droide. Ich hätte ja gerne mal einen Worgen gespielt, aber ich bin halt ein absoluter Hordenspieler. Hordenfanatiker. Ja, absolut. Ich muss kurz mein Mikrofon... Und das finde ich jetzt zum Beispiel wieder beschissen, dass die das nicht nachtvertont haben. Ja, das müsste doch eigentlich vertont sein. Ich würde es viel besser finden, aber... Das System Finuzzi ist verstorben. Wegen meinem Gesinge, ja. Oh. Ich bringe euch alle unter die Erde. Aber das Thema hatten wir auch schon mal gehabt. Warum gibt es keine untoten Worgen, ne? Ach, so geil. Oder ach, so geil. Untote Orks oder sowas. Das wäre der Hammer. Vampire. Ja. Ne, ich meine, dass jede Klasse von WoW, also dass sie auch als Untote spielen könntest. Mhm. Logisch wär's. Ah, so geil, ja. Ja, das wäre krass. Ich würde ja einen untoten Druiden würde ich feiern. Ja, das wäre der Hammer. Ja gut, aber dafür gibt's ja auch die Todesritter, ne? Moment, bin das ich? Bist das du? Wer ist denn das? Wen hat er denn da? Hat er da wen? Das war die Begleiterin von uns. Ja. Wir hatten eine Begleiterin?
Ja, die hat uns gezeigt, hattet. Wo wir im Schrank sind. Der Chat wird gerade. Ja, wenn der Chat mal das Let's Play überholt von der Witzigkeit her, dann wird's kritisch. Ja, okay. Alles klar. Okay, ich höre auf zum Let's Play und chat nur mehr. Jetzt gibt's nur noch gechattet hier. Jetzt gibt's nur mehr gechattet hier. So, wieder runter die Treppen. Müssen wir hin? Ich glaube nur abgeben, ja. Ja, ja, da sieht man mal, es kann doch mal passen, wenn man mal kurz wo reinschauen will und dann ist es doch unterhaltsamer, als man gedacht hat. Ja. Mhm. Und schon stehst du da und kommst nicht mehr weg, wa? Gut. Alter, wieso bekomme ich jetzt wieder so starken Husten? Raus mit dir. Das habe ich aber auch die letzten Tage. Bin schon voll gepumpt mit Medikamenten. Echt schlimm. Boah. Und Level Up! Yay! GZ! Maggi! Österreichs bester Geschmack! Mahlzeit! Gibt's das bei euch in Deutschland auch? Maggi? Ja? Ja? Heißt das auch Maggi? Ich hab keine Heißt sogar Maggi, ja? Echt? Faszinierend! Man lernt nie aus. Nee, man lernt nie aus. Okay, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt müssen wir zum nächsten Dörfchen. Da könnte es eine Schmiede geben, dann, Jackie. Mhm. Das ist Magie im Spiel. Er Ferkel. Ich würde meine Brüste zeigen, aber ich habe keine. Was, da ist Magie im Spiel? Ja. Ich habe leider keine Cam an. Hilf dir! Mehr mit Skype schnell geregelt. Ja. Nein! Brüste! Was? Willst du das etwa? Nein! Nein. Also. Irgendwie nicht! Na, ich eigentlich auch nicht, weil dann wird mein Video gesperrt. Genau, immer wieder diese Strikes. Ich glaube, auf YouTube gibt's da Strikes, das gibt's glaube ich nur auf Twitch. Du kannst mit deinem Kanal kannst du Strikes bekommen, ja? Ja? Ja. Ja, ich hab noch keinen, drum weiß ich es nicht genau. Es ist gut, wenn man keinen hat. Ja, ist klar. Darauf legt man es wahrscheinlich auch an. Genau. Ja, du kannst ja auch nur monetarisieren, wenn du einen astreinen Kanal hast. Richtig. Ach Gott, der stinkt. Ich glaube, fürs nächste Mal, bevor wir dann streamen, werde ich noch ein paar Add-ons wieder runterladen, weil es mich einfach interessieren würde. Ich sehe, ja, ich habe schon vorher gesehen, du hast nicht eins drauf. Ich habe gar nichts drauf, ich habe ja WoW neu installiert. Mhm. Mein WoW ist voll geschissen mit Add-ons. Ich habe auch keine. Die möchtest du welche haben? Für was bringen die? Die helfen dir beim Spielen. Okay. Ja? Nicht alle. Es gibt ein paar, die machen es verwirrt. Das kannst du dann machen. Ja klar, das mache ich dann mit dir, damit du auch weißt, was das ist, was du da hast. Ja, da brauchst du schon. Also das würde ich dir auch empfehlen, dass ihr das miteinander macht. Ja klar. Und ich würde mir nicht jeden Schrott drauf machen, sondern nur das, was man wirklich braucht. Warum? Ich habe bei Curse alles installiert, was da war. Ja, genau. Nur die ich brauche. Gibt's bei Curse jetzt auch schon so einen Install-All-Button? Oh, alles drop. Kann nicht schaden. Das Video ist nur ab 18 plus. Naja, meistens. Also ich glaube aber, wir sind mittlerweile bei einer Ausstrahlungszeit angekommen, wo auch im Fernsehen Nippel zu sehen sind. Also von dem her. Genau. Und da ist es dem Fernsehen auch egal, ob du jetzt 12, 7 oder 3 Jahre bist, der Nippel ist trotzdem im Fernsehen. Mittlerweile, ich hätte mich. Da hinten ist noch ein Erz. Ja, hol's dir. Ich hätte mich ja letztens beinahe bepisst. Bei uns gibt's jetzt so eine Werbung für, die heißt Vasinal oder irgendwie so, ich weiß den Namen nicht mehr genau. Und ich denke mir,
Was, wie, was denn dann? Und dann sagen die mitten am Tag im Radio, ja, gegen Scheidentrockenheit. Nehmen wir, was? Ja, man muss auch sagen, auch jetzt neulich im Fernsehen werden immer mehr Werbung für Vibratoren gemacht, für Kondome. Ja, Durex und ja. Na, das krabbelt im Karton. Ich habe mir gedacht, ich spinne, wenn da reden die am Nachmittag so um 3 Uhr in der besten Sendezeit, wo gerade jedes Kind zu Hause sitzt und vielleicht ein Müsli mampft, von Scheidentrockenheit. Mhm. Hallo? Läuft's noch? Ja. Wir sind da angekommen, das ist ganz normales. Ja, aber in der Kehrseite, wenn du auf Facebook einen Nippel herzeigst, dann wirst du sofort gestrikt. Ja. Es wird dein Kommentar gelöscht und wegen dem Nippel, so aber am Nachmittag reden sie von Scheidentrockenheit. Wenn's aus der Möse kratzt und staubt. Kratzt und staubt. FSK 180, ja genau. So, ja. So komme ich mir schon langsam vor. Ich mit meinem Keuchhusten. Keuschheitshusten. Ein Keuschheitshusten. Ja. Schau, die FSK steigt. Schau, da müsste doch irgendwo eine Schmiede sein. Könnte oder auch nicht. Warte mal, irgendwo vielleicht. Ich guck jetzt mal kurz mit, bevor wir hier weiter questen. Einfach. Nee, hier herunten nicht. Nee, hier oben auch nicht. Echt? Gibt's noch Dörfer ohne Schmiede? Ja, aber gut, von hier aus wäre es nicht weit nach Undercity zu fliegen. Hast du noch Platz in den Taschen? 30 Platz habe ich. Wie viel? 30. Ja, und wie viel? Was hast du jetzt noch frei? Ach ja, dann ist ja. Ich muss den Sound noch mal ein bisschen anpassen. Hab fast alles frei. Ja, dann. Hab kaum was. Aber ich kann jetzt trotzdem ein bisschen was verkaufen. So. Alles weg. Jetzt habe ich 34 Plätze frei. Okay, nee, dann questen wir noch ein bisschen weiter und vielleicht zum Abschluss, dass wir nach Undercity fliegen, einfach um die Stadt mal hergezeigt zu haben. Dann kann ich dir den zweiten Ring machen. Ja, oder so, genau. FSK minus 1. Moment. Moment, das heißt, man darf dann gar nicht mehr angezogen streamen, oder wie ist das dann? Vor dem Großen eher in Acht nehmen, der ist doch eher Arschloch. Der Zweiköpfige da hinten. Stoff, ne, muss ich nicht unbedingt haben. Ja. Nee, ich auch nicht, ist ein schlechter. Ich hab's bekommen. Ja, wir haben ja Leder an eigentlich. Ich brauche ein Ziel. Das Ziel ist die Freiheit. Für die Horde! Was? Hä? Wie bitte? Für die Horde! Für die Horde? Was? Ich hab nicht gehört. Das sind die mit dem roten Banner da, die grünen Kerle. Das sind deine Freunde. Habe keine Freunde. Freunde der Feind. Oh ja, ein Freund. Hi, total. Das, was du gerne hättest. Freund und Feind. Ja, genau. Sexy to the sky. Wenn du es auf die harte Tour machst, fein. Wenn du es auf die sanfte Tour machst, In dem Lied geht es ja auch schon wieder an. Da fehlen die anderen. Feuer, Salamander. Hackst auseinander. Mach meine wieder zu und raus bist du. Das muss man mal googeln, ja? Könnte man googeln. Oh ja. Aber es ist nicht immer ratsam, alles zu googeln. Unwissenheit ist ein Sinn. Man könnte viel verstörende Dinge sehen. Ja, ganz viele verstörende Dinge. Da ist ein Erz, da hinten ist ein Erz. Und ich glaube eine Blume auch irgendwo. Ja, da, Erdwurzel. So, die Nieren habe ich alle. Was hast du? Die ganzen Organe, wo wir gerade eingesammelt haben. Ach so, der Drop. Nicht schießen!
Puh.